Ja, und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Mega Man 3. Und ich habe noch einen Gast dabei, nämlich den... Alex Flattermann 85, moin! Bäm, da ist er! Da ist er, ja. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich dabei sein darf. Und du bist übrigens mein erster Co-Kommentator. Echt jetzt? Ja. Überhaupt? Ja, weil sonst habe ich nur mit Dennis zusammengespielt oder halt mit Dominik zusammengespielt, aber kommentiert hat bei mir noch niemand. Wahnsinn, eine Premiere. Ich fühle mich doppelt geehrt. Das ist... sehr schön. Sehr geil. Gut. Ja. Ja, würde ich... Achso. Oh, jetzt habe ich... Ich habe es ja sowieso schon alles super gut vorbereitet hier. Hat man ja gerade eben gemerkt. Ja, macht ja nichts. Ich bin ja eh zu spät hier, deswegen... ich brauche was zum Schreiben. Alles da muss man mitschreiben bei dem Spiel. Ja, aber ich möchte mir gerne aufschreiben, welche Waffen gegen welche Gegner gut sind. Sieht man das denn? Ja. Nämlich wie die Energie vom Gegner abziehen. Aha. Das schreibe ich mit. Ich habe auch was zu schreiben hier. Das ist schön. Und Passwort muss ich mir auch noch aufschreiben. Ja, das mache ich dann auch. Ja, das okay. Kriege ich. Das habe ich. Da habe ich auch was zu tun. Gut, dann starten wir mal das Spiel. Jo. So, dann hätten wir hier oben links einmal den Sparkman. Ja. Und jetzt fängt es bei dir wieder an zu flimmern, weil mein Licht gerade von meinem Aquarium ausgegangen ist. Ja, ist aber nicht schlimm, ne? Kann ich mitnehmen. Der Snake Man, Needle Man, Top Man, dann haben wir Mega Man, Hard Man, Gemini Man, Magnet Man and Shadow Man. Ach guck mal, Shadow Man kenne ich sogar von einem anderen Spiel. Echt? Hm, der Dave hat gerade einen Let's Test dazu gemacht. Vor ein paar Tagen, oder ein paar Wochen sagen wir eher. Hat wahrscheinlich nichts mit dem zu tun, aber es heißt auch Shadow Man. Ach, da, ja, stimmt. Wird wahrscheinlich nichts hiermit zu tun haben. Nö, glaube ich auch nicht. Gut, du darfst bestimmen, mit was ich anfange. Oh, ja gut, aber ich meine, die unteren haben ja wahrscheinlich alle stärkere Waffen, ne? Nee, das ist total durcheinander. Ach, ist ganz egal. Ja. Okay, dann nimm mal Top Man. Top Man, der Kreiselmann. Genau, den nehmen wir jetzt. Top Man. Ach, schön. Ja. Ich finde das cool. Ich hab früher die Mega Man-Teile überhaupt nie gespielt. Ich weiß gar nicht, warum. Aber ich lerne die jetzt gerade erst so kennen und lieben irgendwie. Weiß auch nicht. Ich finde die richtig cool. Ich muss mir die unbedingt alle noch besorgen, die ganzen Teile. Die sind aber auch teuer, ne? Das ist das große Problem. Ich habe die letztens noch irgendwo auf dem Flohmarkt gesehen, habe den gefragt, ah, was kosten denn die Mega Man-Spiele hier? Ja, Stück 40 Euro. Ich denke, ja, lass mich in Ruhe. Also, nee. Ich, wenn, dann will ich schon irgendwie ein Schnäppchen schlagen da. Ja. Nein. Achso, wir können hier, in diesem Teil ist neu, können wir rutschen. Achso, das gab's vorhin noch nicht. Okay. Nee, das ist erst ab diesem Teil neu. Nur da muss ich mich noch dran gewöhnen. Boah! Nicht neu spawnen. Ich wollte das gerade zeigen. Ja. So, und zwar muss man nämlich nach unten drücken und springen. Und dann rutscht man. Ah. Das ist ein bisschen ungewohnt irgendwie. Ist das nicht ein Leben da oben oder ist das Energie? Das ist Energie. Ah, das ist Energie, ja, so war das. Okay. Da habe ich mir gerade überlegt, könntest du eigentlich hin, weil volle Energie hast du ja nicht mehr. Ja, das stimmt. So. Aha. So. Ganz. Ist das so, dass je älter die Teile sind, desto schwerer? Kann man das so sagen? Oder wie ist das? Oh, was ist denn hier mit der Steuerung los? Ich weiß es nicht. Du steuerst ja. Ja, aber es ist irgendwie ein bisschen... Weiß ich nicht. Kann auch am Controller vielleicht liegen. Lass mich überlegen. Eigentlich... Was denn? Ich wollte gerade auf deine Frage antworten. Ich habe eine Frage gestellt. Ja, nee, das weiß ich wohl noch. Ich dachte, das wäre schon längst wieder vergessen. Nee. Ich war nicht darauf gefasst, dass noch eine Antwort kommt. Also, ich... Also der erste Teil ist schwer, aber jetzt auch nicht mega schwer. Okay, es gibt also schwierigere. Ich glaube, der hier ist schwerer. Okay. Glaube ich. Aber du kennst die schon alle? Nur vom Sehen. Durchgespielt habe ich sie noch nie komplett. Ach, noch gar keins. Oh gut, okay. Das ist eine gute Voraussetzung. Also nur eins und zwei. Mhm, okay. Dann wird das jetzt hier eine Premiere. Ja. Also quasi... Wow. quasi ein Blind Run. Quasi. Ah, yeah. Wenn es denn ein Run wird, ja. ein Blind Try. Och, eine Katze. Ja.
auf die Nerven. Und die wirft mit Wollknollen, oder ja, was ist das? Ich bin gleich tot. Eieiei. Komm da kaum ran. Oh. Jo. Ja. Ich bin gerade am überlegen, ob ich einen anderen Controller anschließen soll. Mit was für einem Controller spielst du denn? Mit dem vom Toploader. Was ist das für einer? Das ist, den gibt's nur in den USA. Also, okay. Den Toploader gibt's nur in den USA. Und das ist quasi ein NES, der besser funktioniert, den man von oben... Also, der sieht eigentlich fast aus wie ein Super Nintendo. Ah, cool. Den kenn ich gar nicht. Jo, weil es den halt nur in den USA gibt. Ja, ja, gut, aber du hast ihn ja auch. Ja, den habe ich von Dennis bekommen. Jo, kann passieren. Oh Mann, das kann doch... Oh Mann, die Energie ist weg. Ja... Es ist aber auch kein einfaches Spiel, das muss man dazu sagen. Ja. Also ich hätte hier, glaube ich, noch mehr Probleme. Oh, oh, Energie! Das war aber sehr nett. Ja. So, jetzt kommt die Katze wieder, pass auf. Ich glaube, es kommt noch mal was anderes, ja. Aber an die Energie da oben komme ich auch nicht dran. Da muss man doch irgendwie hinkommen können, oder? Oder hab ich... Ach so, später kann man ja sich so Brücken bauen und sowas auch. Warte mal, ich habe Keul. Ach, dieser Hund, der springen kann? Ja, also beziehungsweise mit dem wir springen können. Ja, ja, genau. Ja, den kenne ich sogar noch, ja. So, wie komme ich wieder zurück? Wieso zurück? Ach so, aus dem Menü raus, meinst du? Ich wollte mich wieder blau machen. Ah, ja. So. Ey, diese Hitbox davon, ne, die ist unfassbar groß. Das hast du schön, das hast du gern bei diesen alten Spielen. Das ja. Ist ganz, ganz toll ist das. Ach richtig, ach der kam ja auch noch. Gott, oh Gott, ich habe mal eben ein paar Abschnitte übersprungen. Okay. Dabei ist es doch gar nicht so lange entgangen. Oh, da oben ist ein, da ist ein Leben, jetzt ja. Jetzt an, hier rumzulägen. Da kannst du ja auch den Hund, den Keul, dann... Von rechts kommst du da vielleicht hochgekeult und dann... rechts, oder von rechts da direkt rein. Oh, duken geht nicht, nee, ne? Das geht nicht. Schade. Ich könnte mal hier probieren. Das ging ja, früher ging das ja in den Spielen öfter mal so ein Ducksprung. Den musste man noch oft machen, um überhaupt irgendwo hinzukommen. Ja, genau. Bei Super Mario World zum Beispiel gab es das oft. Da musstest du auch so geduckt springen und dann irgendwie so eine kleinen Lücken da reinfliegen. Ich bin oben. Mhm, hab ich gesehen. Jetzt musst du nur dran vorbeikommen. Ja, vorbeigehen. Oh Gott, wie es hier alles am Flimmern ist. Ja, super. Besser ging's doch gar nicht. Und raus. Jo. Haben wir hier die... Oh, ich hab... Meatools heißen die, genau. Ja, wie sehen die aus wie so kleine Soldaten? Mhm. Mit einem Helmchen. Mhm, genau. So, jetzt kommt die Katze. Jo, die Muschi. Ich hab falsche Richtung geschossen. Irgendwie... Man kann gar nicht sehen, ob man die trifft, oder? Macht die da Geräusche? Man hört das. Okay. Und die Schüsse, also mit dem ersten treffe ich den immer, der zweite geht runter durch. Ich hab's geschafft. Ja, Katze ist weg. Das wird noch toll, das Spiel. So, was haben wir jetzt? Noch so ein... Ja, genau. Er wieder mit seinen Wirbeln da. Kreiselt. Kreisel, Wirbel, alles, ja, irgendwie so ein Dinger halt. Ach, so, nu? Kommt schon Boss? Nee. Noch eine Dreckskatze. Och, noch eine Katze. Aber da müssten die Kugeln eigentlich aus dem Bild hüpfen. Ja, das ist... Das ist doch, das ist gut. Wow, die hat Flöhe. Die schweißt mit Flöhen. Wie geil ist das denn? Nein! Das finde ich ja super. Oh, na gut, ich will hier nicht sterben. Für dich ist es jetzt nicht so super, aber ich finde die Idee, finde ich geil. Aha. Oh Gott. Mach sie platt. Nein! Mach sie platt! Nein, ich bin Scheiße. Gestorben! Bitte lass irgendwo ein Checkpoint gewesen sein. Ich denke aber, du fängst bei der ersten Katze an. Ich weiß nicht, wo ich bin, aber ich bin nicht am Anfang. Das ist direkt nach der Katze, ja, stimmt. Da liegt eine große Energie, die ich jetzt nicht brauche. Eine kleine Energie, die ich jetzt nicht brauche.
Ein Leben wäre schön gewesen. Ja, jetzt kommt diese. Ja. Dreckskatze. Guck doch ein bisschen angepisst. Wah. Ja. Hey, das war ja mal souverän. Ja, und? Was mir gerade aufgefallen ist, dass die Flöhe kaputt gehen, wenn die Katze kaputt ist. Oh, Mithul. Ja, das ist aber meistens so, wenn du den Endboss platt machst, dass der ganze Rest drumrum. Mithul. Ja, ich hab's verstanden. Okay. Sag ihm noch ein paar Mal öfter seinen Namen, vielleicht vergisst du ihn. Oh, die Spikes sind instant death. Oh mein Gott. Also, einmal berühren, tot. Ja, ich verstehe das schon. Ich bin zwar ein bisschen nicht auf dem Laufenden von den ganzen Begriffen, aber das krieg ich noch hin. Das krieg ich gerade noch so hin. Und weg ist er. Und noch ein bisschen Energie haben wir bekommen. Ja, klappt doch ganz gut da. Nee, nicht also so ein Mist. Von der Logik her müsste eigentlich noch eine dritte Katze kommen, weil drei ist ja eigentlich die magische Katze. Och, die bewegen sich auch noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ja, das sieht aber auch gut aus da. Ja, das ging super. Und da ist kommt er. Boss-Tour. Tour. Jetzt kommt Top-Man. Mal gucken, was der macht. Ach, der wirft auch sein Kreisel-Ding, oder? Wahrscheinlich. Man kennt ja die Post. Ah, was passiert? Okay, aber deine Waffe hilft. Also, die Standardwaffe ist ja gar nicht so schlecht gerade. Geht, es geht, es geht. Wenn man den trifft, geht's. Ah, scheiße. Okay. Wenn man sich das Muster so ein bisschen einprägt, glaube ich, dann geht das. Ja. Okay, dann muss. Oh, scheiße, ich habe nur so wenig Energie, ne? Mhm. Ich sterbe jetzt. Ist das dein letztes Leben? Weiß ich nicht. Ich will auch nicht nachgucken. Nee, das macht einen doch nervös. Nein! Oh, 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 oh. Hei, hei, hei. Ja, ich habe noch ein Leben. Ah, sehr schön, sehr schön. Mal gucken, wie viel ich noch überhaupt. Das ist das letzte. Das nullte Leben. Das nullte. Ja, dann komm, mach ihn platt jetzt. Ja, das kriege ich jetzt aber auch hin. Ja, klar. Jetzt hast du das Muster drauf. Warte. Okay, ah, gut, sehr gut. Stimmt, unter Durchrutschen ist eigentlich noch besser als drüber springen. Der hat so lange gebraucht, bis er losgefahren ist. Mhm. Jetzt sieht es aber sehr gut aus gerade. Lass dich nicht durcheinander bringen. Das geht bei mir sehr schnell. Komm, fahr. Ja. Fährt der denn? Ja, der rutscht oder dreht sich. Ja, der macht so eine Pirouette da, keine Ahnung. Und du schaffst das, ohne einmal getroffen zu werden, sage ich jetzt. Sag das nicht zu früh. Okay. Wie eine Große macht sie das. Oh, das sieht doch gut aus. Zwei, dreimal noch. Also besser kann man es, glaube ich, nicht machen, wenn man das so sieht. Perfekt! Wunderbar, wunderbar. Oh, der war doch gut. Also schreib mir schon mal auf für den die normale, weil die geht eigentlich. Ja, klar. Gut. Das schreibe ich jetzt auf. Ich habe ja, gut. Topman normal. Guck mal, dann habe ich auch einen Sinn, dass ich dabei bin. So. You got Topspin! Jawoll. Ach, das ist das Gelb, okay. Ich dachte eigentlich, es wäre pink. Also bei mir wurde es gelb angezeigt. Ja, bei mir wurde es auch gelb angezeigt, aber ich dachte, es wäre pink eigentlich. Okay, aber das Passwort brauchen wir noch nicht. Ach, das ist ein Passwort? Ja. Das habe ich gar nicht so schnell geschnallt, okay. Okay, was machen wir jetzt? Ja, such du dir mal einen aus. Also ich glaube, der Topman war entweder gut bei Gemini Man oder Shadow Man. Ja, guck, da kennst du dich zum Beispiel besser aus. Da weiß ich gerade gar nicht, wer... Ja, das ist aber nur von den Videos, die ich gesehen habe. Ach so. Ja. Richten die sich denn nach den Spielen? Also es war ein Let's Play davon. Ach so. Ja. Ach so. Jetzt habe ich es verstanden.